ehrlicherweise, wenn man da so hinter mich blickt, dann geht einem da als Freier Wähler so richtig das Herz auf. Nach 2 Jahren, in denen es gerade für Freie Wähler-Politiker, die bekanntermaßen immer nah bei den Menschen sind, mit beiden Beinen auf dem Boden, mit beiden Ohren bei den Leuten sind, schon so, dass das die Höchststrafe gewesen ist, dass wir nicht mehr bei den Menschen sein dürfen, für die wir täglich arbeiten. Und dass das jetzt wieder möglich ist, das tut einerseits richtig gut, weil es die Freude an dieser Art, wie wir Politik machen, zurückgeht. Zum anderen ist es aber auch zwingend notwendig für diesen Politikansatz der Freien Wähler. Ich muss gestehen, als Unterfränkin war ich hier noch nicht, aber ich bin reingekommen und war gleich begeistert und weiß seit jetzt, das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass ich hier im Löwenbräukeller bin, und sage Dankeschön an die Gastgeber hier. Das wird ein ganz, ganz wunderbarer Abend. Mein Polterabend habe ich hier in Löwenbräukeller verbracht, auf der Terrasse draußen, bis uns dann die Polizei einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und gesagt hat, jetzt müsst ihr aufhören und heimgehen. Wir haben wahnsinnig viele Bedrohungen, also die unseren Wohlstand, unsere Freiheit und unseren Frieden bedrohen. Und deswegen müssen wir uns auf die Werte besinnen, die eigentlich uns stark gemacht haben. Und das muss man eigentlich wieder leben. Und auch, sagen wir, auch in der Wirtschaft müssen wir uns wieder auf kleinere Wirtschaftskreisläufe, lokale Wirtschaftskreisläufe zurückbesinnen. Nicht nur das Globale, man braucht es auch, aber vor allem also wieder im Grund den Bäcker vor Ort, den Metzger vor Ort, den Müller vor Ort. Also diese ganzen Strukturen, die müssen wir wieder ins Leben zurückrufen. Wir wollen einerseits einen klaren Schwerpunkt bei den Mittelschulen setzen. Mittelschule ist eine Macherschule, sie ist die Talentschmiede für unser heimisches Handwerk, und das Handwerk ist nun mal eine tragende Säule der bayerischen Wirtschaft. Klimaschutz funktioniert nur in dem Moment, in dem alle Bürgerinnen und Bürger und damit auch die Gemeinden vor Ort wirklich sich aktiv beteiligen. Im neuen Klimaschutzgesetz, das mit über 150 Maßnahmen begleitet wird, zeigen wir, dass wir über die Maßnahmen die Rolle der Kommunen, aber auch der Bürger stärken wollen. Natürlich aber auch die Rolle der Wirtschaft, denn die Transformation brauchen wir, um letztendlich das Klimaschutzgesetz erfolgreich gestalten zu können.